Herzlich willkommen zu einer neuen DailyDAX US Morning Ausgabe am heutigen Freitag, dem 21. April 2023. Wir blicken an dieser Stelle zunächst auf den amerikanischen Dow Jones Index. Weiterhin betrachten wir das Ganze auf Basis des Wochencharts, denn es macht wenig Sinn, in den kurzen Zeitebenen zu schauen, denn es dreht sich alles gerade um den großen Wochenchart. Kommt hier der Ausbruch über den Abwärtstrend? Kommt der Ausbruch durch die horizontale Ausbruchs- respektive Widerstandszone, dann wäre das ein weiteres starkes Kaufsignal. Gelingt dies nicht, besteht die Gefahr, dass der Index hier ein größeres Top ausbildet und in den Konsolidierungs- respektive auch sogar bis in den Korrekturmodus übergeht. Gleiches gilt auch für den Technologieindex Nasdaq und hier muss man sagen, hier kriegt das Ganze schon so einen leicht faden Beigeschmack, denn wir sehen, dass das mittlere Bollinger Band im Monatschart weiterhin sehr, sehr umkämpft bleibt. Also wir sehen jetzt inzwischen auch, nachdem wir bereits bis rund 13.204 Punkte in diesem Monat hoch waren, jetzt der Index sich wieder unter die Marke von 13.000 Punkten bewegt. Natürlich auch die Impulse seitens der Berichtssaison sind bislang, muss man sagen, jetzt in Summe nicht so äußerst positiv ausgefallen, dass es hier etwas hätte zu feiern gegeben. Und somit sehen wir, dass die derzeitige Aufwärtsbewegung weiterhin droht auszulaufen an dem signifikant hohen Widerstand basierend auf dem Monatschart. Ich hatte es schon ein bisschen durchklingen lassen mit dem Thema der derzeitigen Tech-Zahlen. Und ja, zuletzt war eben Tesla auch dran und es ging nach den Zahlen auch nicht sonderlich gut aus. Außerdem drückt man hier weiterhin oder schraubt man weiterhin an den Preisen herum und das ist natürlich alles kein sonderlich vertrauenswürdiges Fundament für die Aktionäre hier und damit sehen wir eben auch, dass die Tesla-Aktie in dieser Woche mit fast 12% im Minus ist. Das Schöne ist jedoch an dieser Stelle, Sie sehen, dass rückblickend die Charttechnik schon viel früher zeigte, dass Tesla ein Turnaround-Kandidat ist, weil Tesla hat es ehemals nicht geschafft, einen wichtigen Ausbruch zu vollziehen und das war eben einmal hier zu sehen und eben einmal nochmals hier zu sehen. Genau an diesem horizontalen Widerstand war man gescheitert, dort jeweils bildete sich eine Kursumkehr aus, hier hätte man immer wieder einsteigen können mit einem Stopp über dem letzten Hoch und Sie sehen, das wäre hier eine richtige Erfolgsstrategie gewesen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und bis heute Abend, dann natürlich wieder mit dem Blick auf den deutschen Aktienindex.